Guten Morgen, Leute, und weiterhin frohe Adventszeit meinerseits. Ein bisschen Eurotruck, ein paar kleine Lieferungen. Viel Spaß beim Reinschauen, ob live oder später. Bin im Moment mit meinem PC nicht mehr zufrieden, aber neuer ist unterwegs, sollte Anfang Januar kommen. Freue mich schon riesig drauf, eine Riesenmaschine. Na gut, also. Starten wir mal das Spiel. Habe ich nichts vergessen? Nee. Ich glaube, ich stehe irgendwo weit im Norden. Ja. Schauen wir mal, was es da für Aufträge gibt. Ich würde sagen, machen wir gleich. Vorsichtig. 18 Tonnen Äpfel, okay. Nach Lublin. Der Auftrag wurde erfolgreich gestartet. Eigentlich wollte ich bereits den Heavy Winter rein tun, aber bei uns ist noch alles grün, also lasse ich das noch auf dem leichten Wintermod. Demnächst rechts abbiegen. Rechts abbiegen und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Biege nach links ab.
rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Immer geradeaus. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Schön an dem Wintermodus, die Sonne blendet nicht mehr so. Wirklich angenehmer. Ich hoffe, der Stream läuft einigermaßen. Wie gesagt, neuer PC ist unterwegs. Mal schauen, vielleicht werde ich diesen hier als Streaming-PC verwenden. Ist ja auch eine starke Maschine, keine Ahnung. Mal schauen, oder ich verkaufe Einzelteile. Bitte links halten. Thank you.
Bitte links halten. Ja. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Bitte rechts halten. Thank you.
immer geradeaus. Bitte links halten. Bitte links halten. Hat's voll erwischt. Immer geradeaus.
links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Immer geradeaus.
War wohl nichts. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. So, erste Lieferung gleich erfüllt.
glaube, ich werde nach der Lieferung schnell den Heavy Winter reintun. Allerdings noch ohne physikalischen Einfluss auf dem Lastwagen. Also rutschen und so weiter. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Es ist vorbei. So, Äpfel geliefert. Saubere Sache. War eine kurze Fahrt. Der Auftrag wurde erfolgreich beendet. Fertig zum Losfahren. Schnell in die Garage. Biege nach links ab. Dann tue ich mal den Heavy Winter drauf. Biege nach links ab. Nochmal zum Gucken. Demnächst rechts abbiegen. Rechts abbiegen und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Hier endet es. So, mal gucken. Mod. Und zwei Speicher. Ja. Sicher.
Okay, wird sowieso gespeichert. Jetzt, wie macht man Reihenfolge? Heavy Winter, ich glaube, der muss oben sein. So, dann tue ich noch nicht rein, dann teste ich dann mal anders mal. Dann fortsetzen. Und hoffen, das klappt. Werden wir gleich sehen, wenn es nicht lädt, klappt es nicht. Aber sollte, ist der neueste Mod. Dann Auftrag. Lublin. Nach Nice, Frankreich. Machen wir doch. Ja, ich würde sagen, das machen wir noch. Gehen wir im Süden mit dem Schnee. Lass uns loslegen. Nach rechts ab. Das war zu viel rechts. Okay, die Straße ist weißer, Landschaft, ja, auch ein bisschen mehr Schnee als vorher. Ja. Streamoberfläche gehabt. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Nett. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Hier endet es. Gut, wo ist er? Okay, wir fahren los. Top-Pflanzen, 3,6 Tonnen. Lublin nach Nice. Der Auftrag wurde erfolgreich gestartet. Let's go. Biege nach rechts ab. Rechts halten und dann rechts abbiegen.
Biege nach rechts ab. Biege nach links ab. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Okay, hat schon mehr Schnee als mit dem einfachen Wintermat. Passt ganz gut. Könnte eigentlich noch den physikalischen Mod reintun. Nimm mich wunder, ob man da wirklich rutscht und Probleme hat. Biege nach links ab. Das mache ich doch schnell. Nur aus Neugierde. Ich hoffe, dass der ganz oben sein muss. Wahrscheinlich schon. Von der Logik. Jetzt bin ich gespannt, ob ich die Fracht komplett nach Nice bringe. Fertig zum Losfahren. Biege nach links ab. Man bremst es. Okay, Bremsweg ist länger. So gemerkt habe ich jetzt nichts. Immer geradeaus. Hm.
muss noch auf der Homepage schauen, ob der ganz oben sein muss oder ob der zuerst geladen muss. Eine längere Fahrt, 1800 Kilometer ohne Fähren, also schätze 1,5 Stunden geschätzt, Ankunftszeit 12 Uhr mittags, perfekt zum Essen. Hat schon mehr Schnee als im anderen. Ich finde das genial, wie gewisse Leute modden und das zur Verfügung stellen. Von der Fahrphysik her habe ich bis jetzt nichts gemerkt. Aber ich rase ja auch nicht von dem her. Komm, schnapp dir den Bus, komm.
Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Also der Bremsweg ist definitiv länger.
Jack, ich will gerne überholen, aber unübersichtliche Straße. Demnächst rechts abbiegen. Supi. Biege nach rechts ab. War ein bisschen unnötig, ha?
Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Immer geradeaus.
War knapp. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab.
Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Immer geradeaus. Bitte rechts halten. Nimm die Ausfahrt rechts. Biege nach rechts ab. Immer geradeaus. Jetzt in der Kurve hat man den Physik-Mod bemerkt, also bin wirklich gerutscht. Ich denk
in diese S-Kurven muss man aufpassen, wo so Richtungswechsel ist. Bra Junior schreibt Helly Hallo. Ah, ich hab schon Tora, komm, Mund vor. Guten Morgen. Na, hast du auch schon Ferien oder noch nicht? Bra Junior schreibt, na, wie geht's, Chef? Ach, Chef. Geht gut, danke. Bra Junior schreibt, jupp, Ferien. Guter Mann. Dann wünsche ich dir genussvolle Ferien und natürlich auch dir und deine Lieben eine schöne Adventszeit. Ich habe leider kein Weihnachts-Smiley gemacht, aber passt schon. Bra Junior schreibt, danke, danke dir und deiner Family auch. Danke dir. Ja, wieder mal in ETS, wie du siehst. Hab da den Frozy Winter Mod draufgeknallt, inklusive Physik, also Fahrphysik-Anpassung. Ist wirklich gut gemacht, finde ich. Sieht auch hübsch aus. Links halten und dann bleiben Sie das Ganze noch ein bisschen spannender mit Rutschen. Immer geradeaus. Ab durch die Mitte. Bra Junior schreibt, was hast du denn am 28.29 vor? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich weiß auch nicht, wer alles, das hat meine Frau alles geplant, keine Ahnung, was da alles läuft. Ich denke, da wird schon einige Familientage auf uns zukommen, ja, sicher bei dir auch. Immer geradeaus. Bekomme bald einen neuen Computer. Hab meinen die Schnauze voll, obwohl er eigentlich stark ist. Hab mir einen neuen bestellt. Bra Junior schreibt, dann bring das mal in Erfahrung. Ich würde da in der Schweiz sein. Okay. Ich checke das. 28.29. Schreib, was ist denn mit deinem? Ach, eigentlich nichts Spezielles. Eine Grafikkarte hat mich vertatscht. Hatte ja 2080er Ti drin. Eine ging kaputt. Jetzt habe ich eine RTX 2080 drin. Und die alte 1080er, aber das harmoniert natürlich nicht wirklich. Und ja, vielleicht ein bisschen krank. Ich habe mir gerade direkt einen komplett neuen zusammengestellt. Ist, denke ich, auch Zeit. Jetzt mal schauen, ob ich den so verkaufe, als Ganzes oder einzeln. Denke, einzeln wäre wahrscheinlich besser. Weil die Komponenten drinnen sind ja echt stark. Also, ich meine, du siehst es ja, ich fahre da jetzt 4K. Auf High streame
habe eigentlich nie Probleme. Die andere Idee wäre dann als Streaming-PC zu verwenden, aber das ist ein bisschen krank. Also das werdet ihr wahrscheinlich nicht machen. Weil zwei PC am Laufen mit, ja, und beide relativ stark. Stromverbrauch, Umweltgedanke ist am Arsch. Und ich bin ja kein Profi-Streamer. Für die 2-3 Streams, die ich mache pro Woche, reicht die neue Kiste vollkommen. Die habe ich extrem aufgepeppt. Geradeaus. Die Hälfte der Strecke ist mal erledigt. Links halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Ich muss kurz einen Kaffee holen.
Gleich wieder da. So, wieder da. Frei Junior schreibt: Willkommen zurück. Danke, dringenden Kaffee gebraucht. Hast du nicht so die große Familienfeier über die Feiertage? Bei uns ist meistens dann die Hölle los. Ich habe meine Frau, zwei Schwestern, Schwiegereltern, ah ja, so wie es halt ist. Brei Junior schreibt: Bei uns meist nur zu Weihnachten.
Ja. Ja, wir verteilen das halt über die Tage. Schreib, danach ist eigentlich vorbei. Ich weiß auch noch gar nicht, ob die Schwiegermutter von Spanien kommt, also meine Schwiegermutter. Mal schauen. Gib dir Bescheid, sobald ich es weiß. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts.
Brei Junior. Schreib, wann kommt denn dein neues Spielzeug? Bestellt habe ich es letzte Woche, bezahlt auch und habe heute Morgen die Bestätigung bekommen, dass sie es zusammenbauen. Ich glaube, ein Komponent fehlt, wo sie bestellen müssen. Ah, das sind zwei so hochmoderne neue M.2 Festplatten, die mit 5000 sowohl lesen wie aber auch schreiben, also extrem schnelle Schreibegeschwindigkeit. Brei Junior, schreib SSD. Yep. Ja, also M.2 SSD, ja. Und ja, die müssen es bestellen. Den Rest hätten sie. Ich denke, die bauen das jetzt schon zusammen und sobald sie Festplatten haben, das ist ja nur noch reinstecken. In Mainboard rein, fertig. Ich angegeben haben so ungefähr Mitte Januar, also 10. Januar. Mit ein bisschen Glück früher. Wie gesagt, ich habe hier ja eine super Kiste, die eigentlich auch gut läuft. Ich merke es vor allem, wenn ich auf 3x4K spiele, dass es nicht mehr so rund ist wie früher. Vor allem dann noch streamen. Und ich denke, das ist einfach ein bisschen zu viel für den i7, den ich drin habe, da in diesem PC. Es geht, aber ja, mit 3x4K. Ist das ja doch eine Extrembelastung mit 11.520 Pixel, das ist riesig, oder? Der neue sollte das stemmen können. Ich meine, der stemmt ja auch. Ich habe ja auch so gespielt die letzten 2 Jahre. Aber jetzt, wo mir eine 1080er Ti kaputt gegangen ist, habe ich gedacht, mache gleich. Ganz neuer. Ein bisschen Luxus. Mein persönliches Weihnachtsgeschenk. Bin gespannt, aber ich denke schon, dass der sehr stark sein wird. Der Preis war auch sehr stark. Letztens habe ich versucht, Euro Truck auf alle 4, also respektive auf alle 3 Fernseher
zum Laufen zu bringen. Das ist eine Scheiße zum Einrichten. Hab's dann wieder gelassen, weil Eurotruck und ATS sowieso extrem Ressourcen fressen. Da ist iRacing im Vergleich wie Tetris spielen. Von den Ressourcen. Eurotruck und American Truck fressen schon extrem an die Ressourcen. Ob jetzt GPU oder CPU. Wenn du dann noch streamen willst, Ruckelparty, dann macht Spielen als solches keinen Spaß mehr. So, was haben wir noch? 400 Kilometer. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Und bist du gut in die neue iRacing-Saison gestartet? Ich habe die Motivation immer noch nicht gefunden, irgendwie. Bra Junior schreibt, hab vorhin das erste Rennen gemacht. Ging's gut? Chicagoland oder NASCAR? Schreibt mit den C-Trucks auf Talladega. Ah, auch geil, C-Trucks, ja. Die Trucks bin ich früher auch viel gefahren, ja. Bra Junior. Schreibt Joa am Ende 2 Ter. Ja, super. Tönt doch gut. Wolle Racing schreibt Moin. Hi Wolle. Auch dir eine frohe, fröhliche, liebevolle Adventszeit. Bra Junior schreibt Servus Wolle Racing. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen.
Wolle Racing. Schreibt dir auch nix mehr, Racing. Kommt schon wieder, Wolle. Kommt schon wieder. Das wird überbewertet, das Ganze. Aber es kommt schon. Schau, Streamlabs bringt genau den richtigen Spruch im Moment. Wolle Racing schreibt nö. Wie sagt man so schön? Wolle Racing. Kommt Zeit, kommt drauf. Man kann ja auch nicht nur Äpfel oder Bananen essen. Es gibt noch viele gute Sachen oder Spiele oder Simulationen oder so. Wie gesagt, bei mir ist bei iRacing im Moment ein bisschen die Luft raus. Wolle Racing. Aber das kommt schon wieder. Yep. Bist du gut in die neue Saison gestartet, Wolle? Saison 01. Ich weiß gar nicht, was fährst du? Le Mans Serie oder IMSA? VRS? Wolle Racing schreibt, bin noch kein Rennen gefahren. Okay. Wolle Racing schreibt, beide. Ja, mal schauen, ob ich mir Spar antue ab morgen. Creepy Major schreibt GRP0E. Wolle Racing schreibt, war die Woche nicht so fit. Creepy Major schreibt Grüße. Hi Major. Hoffe nichts Schlimmes, Wolle. Wolle Racing schreibt nö. Sehr gut. Ja, ja, die Creepy Saison Major ist ja lange. Schreibt, Schnee ist gemoddet, oder? Wolle ja. Racing schreibt, das Übliche, das weißt ja, um was es geht. Ja. Ja, Major, der Schnee ist tatsächlich gemoddet mit physikalischem Einfluss, also. Ich kann dir schnell zeigen, das sind diese Frosty Mod. Zeig's dir, falls du Interesse hast. Die findest du mit dem Namen im Netz sofort. Nur schnell speichern. Profil. Da. Die sind wirklich gut. Du hast drei Stufen, respektive zwei. Du hast Stufe 1, also wenig Schnee, viel Schnee und dann noch dazu physikalischen Einfluss. Ich habe jetzt alle drei drin. Die Reihenfolge sollte auch so sein. Also leichter Schnee, viel Schnee, physikalischer Einfluss. Die da sind von mir. Die sind rein zu Verschönerungszwecken. Aber den Frosty kann ich wirklich empfehlen. Hab's letztens in American Truck gehabt, das sieht ein bisschen komisch aus. In der Wüste, alles weiß, keine Ahnung. Passt nicht wirklich. Bei Euro Truck passt es ganz gut, finde ich. Auf geht's. Ja, vor allem wenn es dann noch schneit. Super. Wo ich angehalten habe, war nach Sonnenschein, oder? So viel zum Mod, siehst du. Wolle Racing schreibt, aber gut gemacht. Ja, wirklich, wirklich. Auch da die Physik musst du wirklich in gewisse Kurven echt bitte aufpassen. Rechts
Nur beim Schneefall und Streamen, ich weiß nicht, bei mir läuft es flüssig, aber ich glaube, im Stream kann das dann doch sehr ruckeln. Das ist dann schon eine brutale Belastung für beide Grafikkarten. Ich weiß jetzt nicht, ob es gut rüberkommt, aber... Wolle Racing schreibt, bei mir kommt es gut rüber. Super, perfekt. Ich habe jetzt auch Streamen auf die RTX 2080 gelegt, nicht auf die 1080 Ti. Ah, ich freue mich auf den neuen Rechner, dann ist alles perfekt abgestimmt. Das da ist nicht ideal mit zwei verschiedenen Grafikkarten. Nimm die Ausfahrt rechts. Wolle Racing schreibt, oh, was höre ich da? Ja, ich habe mich entschieden, mich ein größeres Geschenk zu machen. Weil ich spiele gerne auf 4K, auf High, damit man wirklich auch das Ganze genießen kann, und wenn es dann ruckelt, dann spiele ich nicht mehr. Bei iRacing spiele ich ja auf 3x4K und schreib das ist mit schon allem Sepp und Sepp, kläre mich auf. Sepp? Das verstehe ich jetzt nicht, weil... Naja, ich habe mir einen neuen Gaming-Rechner, wirklich Hochleistungsrechner aus meiner Sicht, zusammengestellt und der sollte Anfang Januar geliefert kommen. Wolle Racing schreibt, mit allen guten Sachen drin. Oh ja, böser Rechner, sehr böser. Natürlich neuester Intel i9900K, die neuesten RAM 4000er. 2M.2 Festplatten, 1000er, wo 5000 schreiben und lesen, das gibt's nicht viel. Natürlich Gaming Mainboard, bla bla bla. Naja, Wasserkühlung und so weiter und so fort. Kleines Vermögen. Und das da unten ist eigentlich auch ein kleines Vermögen, der ist ja auch gut. Ich weiß nur noch nicht, ob ich den einzeln verkaufe, also Einzelteile oder als Ganzes. Wolle Racing schreibt, Supi, freue mich für dich. Danke, ich auch. Ne, ich denke, den da werde ich auseinandernehmen und die RAMs verkaufen. Der Prozessor mit Mainboard und Wasserkühlung, der hat ja auch Wasserkühlung. Und die zwei Grafikkarten werde ich auch einzeln verkaufen. Eine ist eine RTX 2080, nigelnagelneu, die ist 2 Wochen alt. Aber ich habe in meinem, das ist eine RTX 2080 Super und in meinen Augen RTX 2080 Ti. Ich würde es auch mal als Ganzes probieren. Meinst du? Ich weiß auch nicht, ich habe keinen Plan, was ich verlangen soll. Weil die Grafikkarte, die ich vor 2 Wochen eingebaut habe, die ist neu, 2 Jahre Garantie, die alleine ist ja 900. Was verlangst du jetzt für so einen PC? Ich habe keinen Plan. Ich denke, die Leute hätten mehr Interesse an nur die Grafikkarte, sind ja 2. Die RAMs sind DDR4 RAMs. Ich muss mich schlau machen. Ich habe aber wirklich keinen Plan, welchen Preis man sowas verkauft. Ich meine, der Prozessor ist der i7, gell? Will das noch jemand? Mit Wasserkühlung? Asus Deluxe 2 Mainboard? I don't know. Ich habe keinen Plan. Ich kann es ja schnell zeigen, warte mal. Wolle Racing schreibt, bin ich schon.
Schau mal. Mach das schnell so im Fenstermodus. Wolle Racing. Schreibt, musste ich schlau machen. Das ist eine M2 Festplatte, das ist eine SSD und das ist eine ADD. Das ist eine externe, wo ich Filme drauf tue, die dann in die gute Stube auch kommen am Abend. Also, sind wirklich nur Filme und Backups. Wolle Racing schreibt, ich verstehe nichts, die 2080 Supremeste weggehen. Wolle Racing schreibt, wenn du den TMZ eignest, kein Ton. Ah, ja, okay. Naja, auf jeden Fall, so hast du gesehen, ist eine extreme Maschine. Viel RAM, DDR4, gute Festplatten, SSD, M2. Also ja. Wolle Racing schreibt, jetzt ja. Wolle Racing schreibt, ja. Wolle Racing schreibt, Mensch, die müsste doch weggehen. Ja, das wird sicher weggehen. Wie gesagt, ist ja auch neu. Die Grafikkarte ist neu. Wolle Racing schreibt, ich höre mich um. Das gesehen im Explorer, also das ist, auf C ist eine M2, D war eine SSD, auch eine schnelle. Und E-Festplatte ist eine ADD, die brauche ich aber nie. Und die andere Festplatte ist nicht. Frag mal Stefan. Stefan? Wolle Racing. Schreib, oder du schreibst mal alles schön auf und ich poste es mal bei uns. ASD Donson schreibt, Linken nicht vergessen beim Wechseln der Spur. Bra Junior. Hi, darf schreib, Sie? Wolle kennt ihn. Jo, kann ich machen, Wolle. Mach ich dir. Ich schick dir die einzelnen Komponente. Wie gesagt, aber Preis habe ich keine Vorstellung. Der einzige, wo ich wirklich noch viel dafür will, ist die neue RTX 2080. Da, ich meine, die ist nigelnagelneu. Die ist, wenn ich sie verkaufe, ist sie 2 oder 3 Wochen im Betrieb gewesen, mehr nicht. Wolle Racing schreibt, Versuch ist es wert. Ja, denke ich auch. Ein bisschen schnell, ha? Wolle Racing schreibt, eBay-Kleinanzeigen habe ich auch gute Erfahrungen gemacht. ASD Donson schreibt, kein E-Racing mehr, Rot Rennen. Ich find's geil. Irgendwie lustig, wie man mich in iRacing vermisst, ist ja Wahnsinn. Es kommt schon wieder, Männer, es kommt wieder. Ja, aber da hast du nicht Unrecht, Wolle. Ich habe auch überlegt,
bei uns in der Schweiz. Gut, eBay ist bei uns nicht so groß, aber wir haben da Ricardo und andere Plattformen. Und ich habe dort auch überlegt, das so reinzutun. Aber eben, ich weiß nicht, als Komplettsystem oder als Einzelteile. Ich denke, mit Einzelteile bin ich besser dran. Jetzt für mich rein vom verkaufstechnischen her. Wolle Racing. Schreibt, denke auch. Ja. Da hole ich mehr raus, als wenn ich ein Komplettsystem verkaufe. Hab ja keinen Stress. Ist ja nicht so, dass ich das dringend verkaufen muss. Du darfst dann gut in die neue Saison gestartet. Was noch da bist. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. ASD Donson. Schreib IOA. Top. Nimm die Ausfahrt rechts. ASD Donson. Schreibt ein katastrophales Rennen, aber sonst ganz gut. Ja, das gibt's ja immer wieder dazwischen. Wolle Racing. Schreibt, er ist der Air Junkie. So genial. High Rating Junkie. So geil. Gib's dir intravenös. Ja, Männer, ich überlege an iRacing. Wolle Racing. Aber wie gesagt, schreibt, das kommt er schon redet wieder. Nicht mit mir. ASD Donson. Schreibt, Racing macht süchtig. Ja. Jein. Ich spiele eben auch dieses hier sehr gerne. Gechillt. Wenn ich nicht streame, höre ich noch französische Radiosender. Das andere ist wirklich immer sehr viel Adrenalin. In diesem Fall bin ich gleich am Ziel, Leute. Ich danke euch alle, die reingeschaut haben, geschrieben haben. Und wünsche euch natürlich, falls man sich nicht mehr hört, schon im Voraus ganz frohe Weihnachten. Euch und euren Liebsten. Hopp. Ach, meine Frau ist auch da. Ja. Im Sommer wie im Winter immer das gleiche Kleid. Wolle Racing. Schreibt dir auch, schaue aber wieder vorbei. ASD Donson. Schreibt, danke dir auch, dir und deiner Familie. Danke, Männer. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Creepy Major. Schreibt, die Frau ist aber nicht angeschnallt. Ja. Biege nach rechts ab. Gib gleich eine Buße. Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. So, war eine schöne Fahrt. 1800 Kilometer.
biege nach links ab. Wir sind heile angekommen. Ja, sehr heile. 0% Schaden. Perfecto mundo. So Männer, nochmals vielen Dank fürs Reinschauen. Schreibt, wir sehen uns bald auf der Rennstrecke. ASD Donson. Schreibt, hoffentlich. Das kommt sicher, Donson. Mach dir da keine Sorge. Ich habe wirklich die letzten Wochen einfach ein bisschen Timeout gebraucht, wie man so schön sagt. Aber das kommt sicher wieder. Da bin ich überzeugt. Vielleicht sogar schon nächste Woche mit Spa. Ich spiel ein bisschen mit dem Gedanke, Spa anzugehen. Mal schauen. ASD Donson. Auf jeden Fall. Schreib okay. Danke an euch alle, die reingeschaut haben. Ich verabscheue mich jetzt. Perfekt 12 Uhr, wie ich sagte, Mittagessen. Und dann wünsche ich euch weiterhin eine gute Woche und viel Spaß in dem, was ihr spielt. Egal was man spielt, Spaß ist das Wichtigste. Bis dann. Tschüssi, Leute.